Yeah. That body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No, 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 no. She messed with the temperature. Horrible. Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu diesem neuen Destiny 2 Video. Und zwar heute mal wieder Informationen über Destiny 2 Vollversion. Und zwar heute geht's um Deathwing K, aka K1. Den Witz wollte ich irgendwie bringen, ich weiß nicht. Deathwing K ist einer der neuen NPC in Destiny 2 und lokalisiert in der Operation Todeszone. In einem Trailer konnten wir ihn schon bereits sehen. In dem Trailer war er mit einem Scharfschützen zu sehen, aber irgendwie war der Scharfschützengewehr der kein Land außer Alps ähnlich und wundert mich ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob jetzt Destiny 2 epische Waffen, also exotische Waffen, jetzt auch in Destiny 2 geben werden, weil das wäre ein bisschen wunderlich. Auf jeden Fall, wie wir in diesen Teaser oder Trailer oder Gameplay, wie ihr es auch immer nennen wollt, sieht man sehr viel vom Spiel, aber jetzt mal in vorausgesagt, jeder, der jetzt nichts wissen will über Deathwing K oder überhaupt die Spiellogistik jetzt, kann man sagen, bitte jetzt abschalten und nicht dann unter den Kommentaren meckern, das ist irgendwie doch Spoiler, bla 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 bla, also gilt ab jetzt Spoilerwarnung. Punkt, fertig, aus. Wie jeder NPC hat der Deathwing K einen NPC-Inventar, also Verkaufsinventar. Oben links, beziehungsweise ganz oben, sieht man unser, wie soll ich sagen, Ruffortschritt eher so, ne? Also, das gab es bei Destiny 1 auch schon. Du hattest einen Ruf bei einem NPC oder bei einer Fraktion und du hast dann diesen Ruf gelevelt oder, ja, gelevelt halt. Und das gibt es bei Destiny 2 jetzt auch. Und bei Destiny 1 war das so, man hat immer solche Pakete bekommen und da kam immer Loot raus. Immer verschiedene Waffen, Rüstungen, Shader, manchmal auch seltsame Münzen und ja. Aber hier ist es so, man bekommt ein EDC-Entgramm. EDC steht natürlich für Europäische Todeszone, ist klar. Und da kommen sowas wie Waffen und Shadern und Rüstungen raus, also ganz normal. Aber das irgendwie das Spannende, das legt sich halt auf null zurück. Aber auch ganz normal. Ja, aber was mich noch sehr interessiert, beziehungsweise sehr spannend ist, ich habe, glaube ich, das Wort schon ein paar Mal in diesem Video gesagt, was sehr spannend ist, man kann die Fraktion, das Fraktionruf leveln mit Bruchstücke und das andere weiß ich gerade nicht, es tut mir echt leid, aber das seht ihr auch im Hintergrund, also ja. Aber das ist echt gut, das konnte man zwar bei Destiny 1 auch, aber da muss man so viel sammeln und ja, war scheiße. Ja. Aber was mich echt wundert, in diesem Teaser oder Gameplay, wie auch immer ihr es hier jetzt nennen wollt, guck mal ganz links oben. Da steht normalerweise Glimmer, dann legendäre Marken und ich weiß nicht, was das ganz rechts ist, aber egal. Und guck mal genau auf den Glimmer. 50.000, also über 50.000 Glimmer. Und die Grenze bei Destiny 1 war 25.000. Also ich schätze mal, das wurde entweder für den Trailer angepasst oder es ist wirklich erhöht worden, was mich echt hypen würde, weil das ist dann viel geiler, weil ich fand es bei Destiny 1 immer richtig bescheuert. Du hattest 20.000 voll und ja, und 50.000 bekommst du halt nicht so schnell, außer du zockst halt jeden Tag. Ja, aber bei den NPC ist noch nicht mehr viel zu sehen, außer was er verkauft. Man kann aber immer noch herausschließen, was das ist. Also ja. Deswegen war's jetzt fürs Erste. Ich hoffe, euch hat's gefallen, war informativ genug. Gebt gerne einen Daumen nach oben. Abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst. Haut rein, Leute, und ciao!